Und hier ist er, der Chickens-Man. Hier ist Creeper! Creeper! Creeper Tacos! Wusch! Ich glaube, du musst ein bisschen mehr Wasser trinken, ne? Aber jetzt zum anderen Thema. Herzlich willkommen zu einem neuen Chickens-Video. Nicht ausschalten, es wird ein Challenge-Video mit drei verschiedenen Lebensmitteln. Zum einen werde ich versuchen, Mehl pur zu essen. Zum zweiten werde ich auch versuchen, Eigelb pur zu essen. Und zum dritten werde ich eine Knoblauchzehe pur essen. Ich würde mich freuen, wenn ihr einschaltet. Und ich bedanke mich jetzt schon mal fürs Zuschauen. Und jetzt geht's los mit dem Mehl. Ja, wir beginnen auch mit dem Mehl. Ich habe die Packung schon mal aufgemacht. Hier ist Mehl drin. Und ja, ich werde jetzt mal den ersten Löffel nehmen. Und los geht's. Ihr seht, ist kein Koks. Ja, das war Mehl. Ich muss zugeben, ich konnte nicht mehr Mehl pur essen, weil der Mehl sich überall im Mund verteilt hat und hat geklebt und ich konnte nicht mal kauen. Nichtsdestotrotz geht's jetzt mit Nummer 2 weiter. Ich gebe jetzt zu jeder kleinen Challenge eine Daumen hoch oder Daumen runter und ich fand den Mehl Daumen runter. Zimt und Curry sind noch okay, aber Mehl geht gar nicht. Also, das sind jetzt zwei Eigelb. Könnt ihr hier sehen. Und die werde ich jetzt pur, sagt man, trinken oder essen dazu? Naja, zum Eigelb würde ich sagen, essen, aber zum Eiweiß? Scheiß drauf. It's Chickens time. Los geht's. Wow. Also während ich es getrunken habe, habe ich einen kleinen Würkreis gekriegt. Das war jetzt ein ganz kleiner. Aber ich finde, pures Eiweiß und pures Eigelb zu trinken ist besser als einen Löffel Mehl in den Mund zu nehmen. Deswegen gibt es einen Daumen hoch von mir. Ja. Falls ihr euch jetzt wundert, warum es jetzt auf einmal dunkel ist, ich habe mein Fenster auf und die Sonne ist ja komplett weg und es sieht nach Regen aus. Ja, jetzt kommen wir zur letzten Hürde dieses Chickens-Videos. Ich bedanke mich schon mal bei allen, die dieses Video anschauen werden. Und ich bedanke mich auch schon mal für die Kommis und die Likes. Ich hoffe, es werden viele Likes. Ich habe ja bei Chickens Videos über 100 Likes und es freut mich sehr. Vielen lieben Dank dafür, dass ihr treue Abonnenten seid. Hier ist das Knoblauchstück, auch sehr genannt. Ja. Also, das ist die letzte Hürde. Und ich würde sagen, ab in den Mund, Creeper wird gesund. Nee, los geht's. Ich bin der Mann.
Schnauze und. Ja, natürlich war das jetzt wieder eine kleine Mutprobe für mich. Mehl, Eigelb und Knoblauch. Wenn euch das Video gefallen hat, drückt den Daumen nach oben. Und wenn es euch nicht gefallen hat, wegen diversen Gründen, dann drückt auf mag ich nicht. Ich würde mich aber sehr freuen, wenn ihr auf den Daumen nach oben drückt. Wenn ihr noch mehr Checkis-Videos sehen wollt, also für diejenigen, die jetzt meine Videos nicht so verfolgt haben, ich werde per Link alle Videos nochmal in die Infobox posten. Schaut euch einfach um. Und ja, jetzt sage ich Tschüss. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Euer Dagos Creeper. Creeper Dagos. Ciao.